Ne, wa? Wie bei WoW. Erstmal eine Puppe für Jenny. Ist die überhaupt hier die Puppe oder spawnt sie noch? Jennys Puppe. Nein, doch, die ist hier. Oder nicht? Puppe. Wie, jetzt warten wir hier am Baum. Ist die ganz oben oder ist die irgendwo? Die war, ist doch normalerweise hier. Puppe einnehmen, habe ich. Und runter. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Galaktischer Dark Knight. Servus, grüß und hallo. Und Cosmic Surf. Spielst du auch? Oder wartest du, bis es rauskommt? Also, geh mal da hier. War Baum-Action da. So, Jennylein, ich hab dein Püppchen wieder. Gibst du mir EP dafür? Vielen Dank. Sprich mit Speerhauptmann und Energie. Zack. Belohnung. Pochen des Herzens. Grenzen des Geistes. Wunderbar. Und auf geht's hier. Weiter geht's. Ne, sitzt in der Warteschleife. Ja, da war ich ja auch länger. Ich finde so, dass es so flimmert, wenn man läuft. Zack. So. Sieht optisch so schön aus. Weg aus dem Weg hier. Alter, was, wie sie mich hier alle bedrängen. Ist ja klar bei meiner schönen Zopf-Uschi. Also ist ja eine ganz hübsche hier. Ist einfach eine Uschi. Was willst du? Was willst du mehr? Auch schön geschminkt hier. Was muss ich eigentlich machen hier? Versteckte Quest? Lerne neue Skills im Skillfenster. Was, ich bin schon Level 5? Um das Fenster zu öffnen, klicke auf das Skill-Symbol in der Menüleiste oder drücke K. Ich habe das noch gar nicht gecheckt, dass ich level hier. Skills aufrufen. Auf jeden Fall, ich will Bladestorm. Nein, erfordert Level 10. Ich will aber. Ich will aber jetzt. Verdammt. Was muss ich skillen? Was sagt der Guide? Verdammt. Was muss ich skillen? Ach du Scheiße, gut, dass ich hier nicht viel offen habe. Nein, nein, nein. Abbrechen. Moment. Ich kann ja, glaube ich, gar nicht mehr skillen. Battle Rage Shadow Play Aura. Warte mal, ich muss das nochmal neu öffnen hier. Nee, ich bin Twitter Jack. Und zwar das da: High Mobility and Anti-CC Skills. Calling. Ja, was ist bitte schon Calling auf Deutsch? Ich habe alles in Englisch hier: Calling. Würfeln. Verdammt, was heißt das alles auf Deutsch hier? Ich habe keinen Plan, Leute. Ich habe alles auf Englisch hier. Shadowplay, Aura und Will. Shadowplay, Aura. Auromancy und Will. Da, hier, Aura. Das wird dann schon passen. Naja. Schauen wir mal, ob es vom Symbol her auch passt. Nee, Calling ist was anderes. Oder geht es noch nicht am Anfang? Abbrechen. Will ist anscheinend Aura. Das ist das gleiche Zeichen. Nee, auch nicht, oder? Doch. Was soll ich skillen? Calling. Schau mal, ist eine mit dem komischen Schwert und dem Springen da. Schwert springen. Erst muss ich mir suchen, was überhaupt ist. Hier, das ist es. Schattenspiel? Echt? Schneller. Das ist es? Das ist es. Was machen die hier? Schneller Schlag. Greift einen Feind mit mehreren Hiebattacken an und verursacht mit jedem Treffer 14 körperlichen Schaden. Es besteht die Chance, dass du zusätzlicher Blutdurst. Yeah! Blutdurst erzeugt wird. Markiert das Ziel mit jedem Treffer bei 10 Kumulierungen, fügt dem Feind bekümmert zu. Was ist denn bekümmert? Ein Angriff von hinten erhöht die Nahkampfrate kritisch 50%. Das ist wie beim Schurken hier. Immer von hinten, wa? Schweinereien.
Überwältigen. Löst einen Sprung auf den Feind aus, der 100... Ach, das ist ja hier Heroic Leap. Das ist gut. Ist auch auf WoW-Fähigkeit. Löst einen Sprung aus, der körperlichen Schaden verursacht und bei der Landung ein Kumulieren von Blut das gewährt. Ach, das ist so wie Kombo-Punkte. Ist ekelhaft. Der Feind wird zusätzlich betäubt. Lässt sich nicht bei aktiven Gefangenen einsetzen. Lässt markierte... Echt? Soll ich so spielen oder was? Test ich mal. Kann ich ja umwurschteln. Okay, probieren wir es mal. Auf jeden Fall muss es dann auf Taste 3, weil es ist Heroic Leap von WoW. Das habe ich nämlich auch so. Genau, auf Taste 3. Kann ich das auch noch skillen oder nicht? Stopp! Ne, nicht N. Was ist denn für eine Taste zum Skillen? Skillfenster. Schneller Schlag. 14 Treffer, was macht der? 26 Treffer und das kann man Combo dreimal hintereinander. Mhm. Ich verstehe. Ja, so ist das. Probiere ich das mal. Aber ich muss kurz mir eine Bar hinmachen, sonst ist es scheiße so. Das Questbuch-Symbol unten rechts. Ich brauche meine Tastenkombos, meine Shortcuts. Anzusehen. Ich spiele eigentlich gar nicht mit der Maus. Du durch nur dumm rumklicken. Alter, Schnauze. Du Skills leichter und schneller Einsatzpunkte zum Erlernen deiner Shortcut-Leiste hinzufügen. Klicke auf das Skill-Symbol in der Menüleiste und ziehe sie vom Skill-Fenster auf einen freien Platz auf der Shortcut-Leiste. Jetzt fängt die Hand an durchzudrehen hier. So. Shortcuts. Okay, das ist die zweite Leiste. Ist das die da? Da anwenden. Okay, müssen wir die kurz ändern. Die nennt sich einfache Shortcut-Leiste. Tastaturbelegung für Spiel. Einfache Shortcut-Leiste. Tastaturbelegung, Interaktion. Shortcuts. Tastaturbelegung. Charaktereinstellung. Begleiter-Skill. Du Kacke, ey. Shortcut-Leisten. Einfache Shortcut-Leiste. Genau, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann Shift. Shift 1. Shift 2, Shift 3, Shift 4, Shift 5, Shift 6. Anwenden. Dann brauche ich die zweite. Und zwar Shortcuts. Die Shortklasse 2. Anwenden. Die kommt auf jeden Fall über die andere drüber. Die kommt dahin. Ja, ich trete jedem Schlachtzug bei. Alles gut, kein Problem hier. Ich trete allem bei. Mir wurscht. Na, erstmal dahin. Wir müssen eh alle Leisten aktivieren. Ich aktiviere jetzt nur mal zwei, damit ich hier weiterkomme. Oder drei. Das dauert zu lange. Wenn ich jetzt aus dem Spiel rausfliege, dann ja, ist alles umsonst. Das speichert sich da nicht. Ist dann die Shortcut-Leiste 2. Also Q E R F C V G ist immer spotten. T dann Mausrad nach oben. Dann das da. Mitte, das eine kann ich freilassen und zwar mache ich das dann für zum Aufmachen oder so mache ich das dann mal hier mit Dach. Alles klar. Anwenden. Und dann muss ich noch schnell hier die. Ja, es ist normal am Anfang langweilig einstellen. So ist das halt bei so komischen MMOs. Nach links vergessen, links springen, Space taufen. Genau, Alt 1, Alt 2. Nicht 2, Alt 2, Alter. Genau, anwenden. Okay. Dann muss ich hier 4, das ist 3, das ist dann dahin. Was ist das? Treten, ach, das ist Interrupten. Das muss Maustaste nach oben, muss das 4.
Hallo? Verschieb das Scheißding. Das muss hier hin. Interrupt ist immer da. Kein Ziel ausgewählt. Ja, ja, ist ja gut. Shift 1 bleibt hier. Schnauze. Das ist normaler Nahkampf. Das brauche ich eigentlich gar nicht unbedingt. Das brauche ich schon. Zum Pullen ist das auf 2. Charge ist gut. Dann hier Q. Was ist das? E. Wie nehme ich das? Ich brauche noch eine Leiste. Ich würde am liebsten 1 für Pull nehmen und 2 fürs Laufen. 1 Laufen, 2 Pullen, das Jumpen und das Nahkampf ist eigentlich egal, weil ich. Okay. Das ist die Taste. Ja, muss ich noch viel ändern, aber erstmal geht's weiter hier. Ich habe ja gar nicht mehr Skills hier. N ist Talente. Nee, was sind Talente? K fürs Skill. Und dann die Grundtalente Fluch. Was für ein Fluch? Ach so, 30 Sekunden. Flucht heißt es ja eigentlich. Das ist auch so ein Fluch hier. Flucht ist ein Tier. Kann man sich teleportieren, wenn man feststeckt, okay? Rückruf, Instrument spielen, Hannes Paket, Spurart, Countdown. Ja, wird schon passen. Hier, völkerspezifisch. Alles klar. 3 Millionen Emotes gibt's hier. Können wir nachher auch alle zeigen mit der Zeit, aber jetzt gehe ich mal weiter. Ich möchte jetzt mal kämpfen. Schade, dass ich noch keinen Blaze habe, erstmal Level 10. Aber hey, eigentlich eingestelltes UE macht sich meist bezahlt und sollte eh viel mehr Spiele mit Hotkeys. Ich spiele nur mit Hotkeys eigentlich. Die Leiste wird nachher voll sein und alle Tasten. Ich habe gar nicht genug Tasten auf der Tastatur, so viele Hotkeys nutze ich. Eigentlich in den meisten MMOs. Weißt du? Bin ich halt vom PvP von damals gewohnt und vom Raid halt. Du kannst nicht im Raid mit der Maus klicken, hast gar keine Zeit. Also, was muss ich machen? Da sprechen, da. Sammle blutiges Zeichen. Ich will erstmal jumpen, testen mein Heroic Leap hier bei dem Spiel. 3. Na? Ja, passt. Es ist ja eh wieder Krieger hier. Ich sag trotzdem die WoW-Namen, ne? Also nicht wundern. Spurten. Wie blöd das halt hier leckt hier. Komm. Charge! Jawoll! So, das leckt. Alt 1, passt, hat geklappt. Aber das ist das gleiche wie das, nur vom anderen Talentbaum. Brauche ich eigentlich nur ein Skill, aber macht ja nichts. Ich habe nachher viel mehr Skills noch. Ist gut, dass man kann hier gedrückt halten. Man muss gar nicht drücken, blöder. Ja, eben Hotkeys machen das Spiel so viel einfach und angenehm. Dieses Geklicke werde ich nie verstehen. Teilweise habe ich auch Tasten 3 bis 4 mal belegt, weil es einfach nicht reicht. Ja, klar. Und ich habe jede Taste. So. Charge, jawoll, hier. Ich freue mich Level 10 Bladestorm. Da kann ich wieder rumschreien. Charge Bladestorm. Ja, das ist so viel los hier. Auf geht's. Ja. Genau, bis. Ja, habe ich ja auch hier die Tasten alle normal belegt, noch mit Shift-Steuerung und Alt, nochmal. Hey, Xdor, Servus Christi, hallo. Jo, hier, leveln. Leveln wie so ein Verrückter. Oder eher nicht. Verrückt. Ja, komm ich ja gar nicht hinterher. Ey. Komm, schlag.
Reicht das jetzt oder nicht hier?